und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu Teste Produkte. Ich bin die Sue. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch für euch mal was ganz anderes mitgebracht. Und zwar habe ich heute für euch eine elektrische Fahrradklingel. Zack, da nimmt sich die Technik schon, um euch das ein bisschen besser zeigen zu können. Und zwar haben wir uns ja vor ein paar Jahren ein paar E-Bikes zugelegt, womit wir im Sommer auch echt viel unterwegs sind. Allerdings der einzige Nachteil an den Fahrrädern, die wir haben, oder ich kenne das bei echt vielen Fahrrädern, ist, dass die standardmäßige Klingel, die da verbaut ist, eine Katastrophe ist. Sie sitzt meistens an einer total bescheuerten Stelle, dass man so gar nicht so wirklich so super gut drankommt. Und dann hat man dieses, wo man so runterdrücken muss und schnacken lassen, damit das Ganze dann drin macht, und es ist einfach nur zum Kotzen. Dementsprechend haben wir uns jetzt zwei elektrische Fahrradklingeln bestellt, gekauft, wie auch immer. Und eine haben wir schon verbaut, dementsprechend können wir sagen, die ist echt top. Anders kann man es gar nicht sagen. Die ist mega laut, da muss man dann ein bisschen schauen. Die hat bis zu 120 dB, das ist also schon nicht ohne. Gerade wenn viele Rentner vor allem unterwegs sind, sollte man vielleicht etwas vorsichtig damit sein. Sie hat vier verschiedene Klingelmodis und hat einen separaten, also was heißt separat, der ist an so einem Bändchen mit befestigt, den kann man etwas näher zum Griff machen, Knopf zum Auslösen und zum Einstellen der Modis. Ich würde sagen, ich packe jetzt einfach erstmal aus, während ich mit euch so ein bisschen quatsche. Also die Klinge, die Hupe, die kommt am Fahrradlenker, genauso wie der Knopf. Genau, ja. So, also es ist eine USB-aufladbare Klingel, das heißt, das USB-Ladekabel ist natürlich im Lieferumfang mit enthalten. Wir haben auch eine Gebrauchsanleitung, ich weiß zwar nicht, wofür man eine Gebrauchsanleitung brauchen sollte bei dieser Fahrradklingel, aber sie wäre mit dabei, also alles gut. So, und da haben wir das gute Stück schon. Hier haben wir einmal, ja gut, die Technik, die macht schon wieder die Hände auf, dementsprechend gebe ich einfach weiter. Das ist einmal der Klingelkörper, sage ich jetzt einfach mal, der am Lenker montiert wird. Dafür gibt es hier diese Gummilasche. Ich weiß nicht, ob man mich im Hintergrund sehen kann. Okay, damit wird das Ganze am Fahrrad montiert. Das heißt, es ist auch jederzeit an- und abmontierbar. Und da haben wir, genau. Auch lang genug. Und hier hat man zwei Knöpfe. Wofür die gleich sind, die beiden? Wollt ihr gleich noch zeigen. Genau, richtig. Dann hier hinten. Jetzt muss ich eben mal gucken. Da ist die Buchse für das USB-Ladekabel. Na, so. Na, kriegen wir es auf ohne Fingernägel? Ne, ohne Fingernägel ist schlecht. Ohne Fingernägel kriege ich das nicht auf. Aber da hinten, genau, ist die Buchse für den Ladeanschluss. So, ich öffne euch das einmal, damit man das auch super sehen kann. Ich hoffe mal, das ist für euch jetzt ersichtlich. Also da wird das Ganze dann aufgeladen, damit die auch immer genug Power hat zum Klingeln. So, dann ist dabei natürlich hier noch so ein Gumminubbel, so ein Riegel. Der wird dann einmal hier eingeklinkt. Und hier käme jetzt der Lenker drumherum. Mein Finger würde jetzt quasi den Lenker einmal simulieren. So wird das Ganze dran befestigt. Das finde ich schon super praktisch. Sind zwei Größen? Ja, sind zwei verschiedene Größen. Genau, richtig. Ja, genau, für den Durchmesser vom Lenker. Der eine ist breiter, der andere ist schmaler. Genau. In der Regel passt die eigentlich an jedem Lenker. Genau, richtig. Ne? Also dementsprechend variabel. Finde ich auf jeden Fall super, da das Gerät ja zwischendurch mal geladen werden muss. Gut, so oft klingelt man natürlich nicht, dementsprechend lange hält der Akku, der da drin verbaut ist, auch. Das ganze Gerät ist IP65, also wasserdicht. Also selbst im Regen braucht man sich da keine Sorgen machen, dass das Gerät vielleicht danach nicht mehr funktioniert. Ich denke, das ist noch ganz wichtig zu sagen. Ja, und dann würde ich auch schon fast zum Ausprobieren der Knöpfe kommen, ihr Lieben. Ja, unten hast du auch noch, wo die Knöpfe sind, auch eine Lasche, die ist fest installiert. Ach so, ja, richtig, genau. Hier ist nochmal die Glas, also auch so eine Lasche wie variabel bei der Klingel selbst und hier dann für den Knopf. Ne? Also, die Lasche ist kürzer ja, als die andere. Ja. Also ist auch gegeben, dass die eigentlich an jedem Lenker passt. Die hat ja auch nur eine Stufe zum genau. Einstellen, nicht zwei. Aber wie gesagt, wir haben den jetzt am Lenker ganz nah zum Griff hin gemacht, da wird hier ja dünner. Und ist trotzdem noch stramm genug. Ja, und durch dieses flexible Kabel hat man halt auch so ein bisschen Bewegungsfreiraum, um das Ganze zu installieren. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Ja.
Ja, wir haben jetzt unseren Hund schon mal in Sicherheit gebracht, weil ich kann euch sagen, also 120 dB ist wirklich laut. Ich warne euch jetzt im Vorfeld, nicht, dass hinter mir einer in die Kommentare schreibt, das war zu laut, das war zu laut. Also ihr Lieben, ihr habt jetzt die Möglichkeit, das eventuell runterzustellen. Ich werde jetzt anfangen, euch einmal die Modis durchzutesten. Dementsprechend, wer nicht mag, bitte entweder leise machen, Ohren zu halten oder sonst irgendwas, ja? Das ist der eine Modi und ihr hört, also ich zucke selbst dabei zusammen, es ist echt. Das ist der nächste. Den finde ich am geilsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das waren die vier Klingelmodis. Ich werde jetzt auch gar nicht mehr viel öfter drauf rumdrücken, weil wir ja den kleinen Stinker mit hier im Haus haben. Und das ist schon echt, echt laut, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Gegebenenfalls, wir haben das auch so ein bisschen gedämpft, muss man ehrlich sagen, weil wir viel auf Strecken unterwegs sind, wo auch viele Rentner mit unterwegs sind. Und ich möchte nicht verantwortlich dafür sein, dass so einer mal umkippt, nur weil er sich von meiner Fahrradklingel erschreckt hat. Aber wie gesagt, wir haben bereits so ein Gerät an dem Fahrrad montiert und auch getestet und wir können euch die ruhigen Gewissens empfehlen. Es ist eine super praktische Art und Weise, der Techniker kommt uns noch mal entgegen, eine super praktische Art und Weise, das Ganze zu montieren. Da bin ich schon hellauf begeistert. Also die Knöpfe hier, der untere, da ist eine Klingel drauf. Das ist, wenn man hier drückt, ist der Ton, der gerade eingestellt ist. Hier oben drückt man, je nachdem welcher Ton, den lässt man dann und der ist dann gespeichert und wenn man hier drückt, kommt der Ton. Genau. Ganz einfach. Also braucht man eigentlich nur hier den untersten Knopf und man kommt auch nicht durcheinander, weil wenn man den so am Fahrrad macht, dann ist der ziemlich weit oben und man geht mit dem Daumen ja sowieso nach unten und nicht nach oben. Dementsprechend drückt man dann automatisch hier und man kann die Oberrohre abkleben, wenn einen jetzt stört. Was wir gemacht haben ist, wir haben hier vorne Panzertape drauf gemacht, ja, eben schön rund abgeschnitten. Damit das alles ein bisschen gedämpft ist, weil wirklich 120 dB ist schon echt viel, muss man ganz ehrlich sagen. Selbst wenn man auf dem Fahrrad sitzt, ohne dass man gut kann. Ja. Heftig. Ja, also das ist schon wirklich krass. 120 dB ist vielleicht super, wenn man viel auf Feldern oder so unterwegs ist, wo nicht viel Verkehr ist und man im Vorfeld schon warnen möchte. Aber gerade in belebten Situationen, wo viele Fußgänger oder Radfahrer unterwegs sind, sollte man das Ganze vielleicht doch etwas dämpfen, so wie wir das auch gemacht haben. Ihr Lieben, dann war es das von uns für heute schon wieder. Die können wir euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Wie gesagt, wir haben gleich für beide Fahrräder eine gekauft, eine schon länger in der Testung drin und sind durchweg zufrieden damit und können euch die auch echt nur empfehlen. Auch preislich gut. Auch preislich gut, ja. Hast du noch? Jetzt 14 Euro, nicht mal 14 Euro. Genau, ist eine. Richtig. 13,95. Ja, also unter 15 Euro. Ne? Also da kann man echt nicht mosern. Gerade bei so elektrischen Klingeln gehen die Preise schon mal gerne steil nach oben. Gerade wenn ein bisschen individuell sein soll mit der Befestigung oder der Technik, wo die Klingel angebracht wird oder ähnliches. Aber egal, das können wir euch super empfehlen. Knappe 15 Euro, extrem laut. Ja, ihr Lieben, dann war es das von mir für heute schon wieder für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, ihr Lieben. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.